Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, wir haben den Kanto 6, Kapitel 4. Die haben sehr gute Gebete. Und dann haben wir Vers 45. Ja? Rama Bhavo Bhavantascha Manavo Vibhudeshvara Vibhutayo Manahi Eta Bhutanam Bhutihetava. Wortübersetzung: Brahma, Brahma, Baba, Shiva, Bhavanta, alle ihr Prajapatis, Cha und Manava, Dimanus, Vibhuda Ishvara, alle verschiedenen Halbgötter, wie die Sonne, der Mond, Venus, Mars und Jupiter, die für die verschiedenen Tätigkeiten zum Wohle der Welt zuständig sind. Vibhutaya, Erweiterung von Energie. Nama, meine, hi, in der Tat, eta, all diese, Bhutanam, der Lebewesen, Bhuti, der Wohlfahrt, Evata, verursacht. Übersetzung des Verses, der Erläuterung von seinem Gründer, Charyastivan Grace, S. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Übersetzung des Verses: Brahma, Shiva, Dimanus, alle anderen Halbgötter auf den höheren Planetensystemen und ihr, Prajapatis, die ihr die Bevölkerung vermehrt, arbeitet zum Segen aller Lebewesen. Daher seid ihr, die ihr Erweiterung meiner manignalen Energien seid, Inkarnation meiner verschiedenen Eigenschaften. Erläuterung: Es gibt verschiedene Arten von Inkarnation oder Erweiterung der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Erweiterung seines persönlichen Selbst oder Vishnu-Tattva werden Svamsa-Erweiterung genannt, wohingegen die Lebewesen, die nicht Vishnu-Tattva, sondern Jiva-Tattva sind, Vibhinamsa oder abgesonderte Erweiterung genannt werden. Obgleich sich Prajapati Daksha nicht auf der gleichen Ebene wie Brahma und Shiva befindet, wird er mit ihnen verglichen, weil er sich im Dienst des Herrn beschäftigt. Im Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes ist nicht so, dass Brahma als sehr großartig angesehen wird, während ein gewöhnlicher Mensch, der versucht, den Ruhm des Herrn zu predigen, als sehr niedrigstehend betrachtet wird. Es gibt keine solche Unterscheidung. Gleichgültig, ob man materiell hoch oder niedrig gestellt ist, jeder, der sich dem Dienst des Herrn widmet, ist ihm spirituell sehr lieb. In diesem Zusammenhang führte Sri Madhvacharya folgendes Zitat aus dem Tantra Naranya an: Mishesha Bhakti Patratvat Brahmayas Tu Vibhu Vibhutaya Tat Ananta Minascheva Matyadaya Vibhuya Sumita. Von Brahma abwärts sind alle Lebewesen, die sich im Dienst des Herrn beschäftigen, außergewöhnlich und werden Vibhuti genannt. Wie der Herr in der Bhagavad Gita 10.41 sagt: Yadyat Vibhuti Mat Sattvam Shimat Uchitam Evava Tat Tat Eva Gachatvam Namateyos Masambaram. Wisse, dass alle schönen, herrlichen und mächtigen Schöpfungen nur einem Funken meiner Kraft entspringen. Ein Lebewesen, das besonders ermächtigt ist, stellvertretend für den Herrn zu handeln, wird Vibhuti genannt, während die Vishnu-Tattva-Inkarnation des Herrn, wie zum Beispiel der Matsya-Avatar, Keshava Tritra Mina Sira Jaya Jaya Isha Hari, Vibhava genannt werden. Rama Babo Bhavantascha Manavo
Manabahu Vipreshvara Vibhutayo Manahi Hi Eva Bhutanam Bhuti Hetava. Brahma, Shiva, die Manus, alle anderen Halbgötter auf den höheren Planetensystemen und die Prajapatis, die ihr die Bevölkerung vermehrt, arbeitet zum Segen aller Lebewesen. Daher seid ihr die Erweiterung meiner manignalen Energie, seid Inkarnation meiner verschiedenen Eigenschaften. Oh, mein Gott, ich bin anders, ja, genannt. Ich habe schon mit dem Wort, das ist mein Manche Körper über Sahi, was sind über Ewe, Jagat, Tata, Vani, Vio, Vaishna, Vega, Mahamra, Maha, Jai, Shri, Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Gadadha, Shri Vasadi, Gaura, Bhakta, Vinda. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. So, in diesem Vers hören wir über Erweiterung und Inkarnation meiner verschiedenen Eigenschaften. Also wenn der Vers nicht passt, dann weiß ich auch nicht, weil wir heute auch einen schönen Erscheinungstag haben, nämlich Nityananda Ram erscheint heute und wird weltweit, wird das heute gefeiert. Und ja, Nityananda Ram ist eine sehr spezielle Inkarnation, weil er die Inkarnation ist, die Erweiterung des Yuga-Avatars. Und der Yuga-Avatar für dieses Yuga ist Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und er ist erschienen vor über 500 Jahren und ist erschienen in der Rolle eines Devotis. So. Er spielt die Rolle eines Devotis und es wird gesagt, dass Lord Chaitanya die barmherzigste Inkarnation ist. Warum? Weil er niemand tötet. So. Aber es wird auch andersrum gesagt. Lord Nityananda ist noch barmherziger als Lord Chaitanya. Warum das? Weil Lord Nityananda spielt, Lord Chaitanya spielt die Rolle eines Devotis. Er dient sich selbst. Ja? So wie wir Devotis, Lord Krishna dienen. Aber Lord Nityananda dient dem Herrn auf ewig in perfekter Art und Weise. Und das wird im Chaitanya Charitamrita wird es erklärt, im Adi Lila 3 gibt es ein ganzes Kapitel, die Lord Nityananda, aber ich weiß nicht genau, wie es heißt, kann man schauen, was das Kapitel genau heißt. Die Herrlichkeiten Nityananda Balarams, genau, das ist ein ganzes Kapitel. Und wenn wir das lesen, das ist sehr, sehr interessant, weil da wird ja gesagt, Nityananda Balaram. Nityananda ist nicht verschieden von Lord Balaram. Und weil Balaram den Herrn dient auf perfekte Art und Weise, und wir als Devotis wissen das eigentlich, dass er alles ist hier in dieser materiellen Welt. Von ihm gehen die Vishnus aus, von ihm gehen die ganze materielle Energie aus. Alles ist eigentlich, alles ist Balaram. Und alles ist dann, die Erweiterung von Balaram ist Nityananda für dieses Zeitalter. Und das wird in dem Kapitel sehr schön beschrieben. Es geht kaum um Nityananda. Es geht um die ganzen Vishnu-Erweiterungen, die ganzen Energien, die uns umgeben. So, und das ist sehr, sehr interessant. Und da sehen wir eigentlich, wer Nityananda ist. Und klar, dann wird gesagt, er ist Balaram im Krishna-Lila. Oder es wird gesagt, im Ram-Lila ist er Lakshman. Und so sehen wir immer, dass sie eigentlich immer zusammen erscheinen. Weil wenn Krishna erscheint, in was für einer Form auch immer, bringt er immer sein Gefolge mit, seine Familie, seine engsten Gottgeweihten. Und so ist Nityananda auch eine der ersten Erweiterungen. Klar, erweitert sich in Shrimati Radharani, seine Freudenenergie, aber dann haben wir diese Balaram-Energie. So. Und das ist Lord Nityananda. Und Nityananda ist alles. Er ist alles hier in dieser materiellen Welt. Und er dient so sozusagen dem Herrn auf perfekte Art und Weise. Und deswegen sollen wir Zuflucht bei ihm suchen, weil wir sind Jivas hier auch in dieser materiellen Welt. Und die Jivas sind Teile von Lord Nityananda. Und Nityananda ist eigentlich unser Herr. Wir müssen bei ihm Zuflucht suchen, wir müssen zu ihm beten. Und deswegen wird auch gesagt, er ist Adi Guru, er ist der erste Guru, er ist der urerste Guru, Lord Nityananda. Und alle wir im spirituellen Leben, wir suchen nach einem Guru. Eigentlich. Wenn man ernsthaft ist, dann sollten wir zu Nityananda beten. Und wir damals, wo wir gejoint sind in Berlin gibt es Jagannath, Baladev und Subhadra. Und Balaram in Berlin, großer Deity,
hatte früher immer eine Keule, eine silberne Keule. Und die Devotis haben immer gesagt, Bezu Balaram, dass er mit dieser großen Keule deine Anathas, deine Sünden zerstört, und bete zu ihm, dass er dir einen spirituellen Meister schickt. Und das haben wir gemacht. Und im Endeffekt, wenn man Zuflucht sucht bei Balaram oder bei Nityananda Balaram, ist der Erfolg sicher. Weil Nityananda sieht nicht die ganzen Probleme, die wir haben. Er übersieht die, weil wir wissen, diese materielle Welt ist ein Ozean voller Fehler. Und eigentlich gibt es genug Menschen, die sich gar nicht Krishna hingeben wollen. Und Krishna sagt das selbst in der Bhagavad Gita, haben wir einen schönen Vers hier. So. Hier genau, im siebten Kapitel Bhagavad Gita, Wissen vom Absoluten, Vers 15. Da sagt, jene gottlosen Menschen, die abgestumpft und dumm sind, die niedrigsten der Menschheit sind, dessen Wissen von Illusionen gestohlen ist und die das atheistische Wesen von Dämonen haben, ergeben sich mir nicht. So, den Vers meinte ich. Sorry. Und hier in der Erläuterung, am Ende, ist eine lange Erläuterung zu diesem Vers, dann nimmt Prabhupada diese ganzen Sachen auseinander. Und hier am Ende sagt er, es sind vier Arten von Menschen. Die abgestumpften und dummen Menschen, die niedrigsten der Menschheit, die irregeführten Spekulanten und die erklärten Atheisten, wie sie oben beschrieben wurden, ergeben sich also trotz allen Ratschlägen der Schriften und Autoritäten niemals den Lotusfüßen der Persönlichkeit Gottes. So. Und das ist eigentlich der Zustand in dieser materiellen Welt, speziell im Kali-Yuga, dass diese vier Arten der Menschen sehr prominent sind. Und normalerweise wissen wir, Krishna erscheint. Und was macht er gegen so dämonische Menschen? Bringt sie um. Tötet sie. Das ist eigentlich seine Aufgabe in jedem Avatar. Aber in diesem Kali-Yuga tötet er nicht die Person, sondern die dämonischen Eigenschaften in der Person. Und das ist speziell. Das ist speziell. Und Lord Nityananda hilft ihm dabei, wie er ihm ja bei allem hilft. Die materielle Welt, wir könnten gar nicht hier sein, wenn Balaram das hier nicht für uns so vorbereitet hätte. Diese große Schule hier. Und was sollen wir hier lernen? Wir sollen lernen, hier rauszugelangen. Das geht aber nur, wenn wir bei Nityananda im Endeffekt Zuflucht suchen. Ja, und Lord Nityananda ist erschienen vor 500 Jahren. Wo ist er erschienen? In Eka Chakra ist er erschienen. Und es wird beschrieben, dass Eka Chakra, da gibt es auch eine riesen Story zu, warum dieser Ort Eka Chakra heißt, aber da gehen wir jetzt nicht direkt rein in dieses Thema. Der Punkt ist, er ist da erschienen bei einem Brahmana, hohen Brahmana, und hat schon in seinen Kindheitsspielen Jai Vijay Gauranga Dandita, hat er gezeigt, dass er seine ganzen alten Vorinkarnationen oder seine ganzen Vorleben, seine spirituellen Vorleben nicht vergessen hat. So, weil er hat immer Theaterspiele vollführt mit seinen Devotis oder mit seinen Kinderfreunden. Und was haben die zum Beispiel gemacht? Die haben zum Beispiel das Ram-Lieder nachgespielt. So. Und was hat Lord Nityananda gemacht? Hat natürlich Lakshman gespielt, der dann vergiftet wurde. Und Hanuman muss ihm die Kräuter bringen. Und diese Lilas zum Beispiel. Oder sie haben den Kerker nachgespielt, wo Krishna geboren oder erscheint. So. Und so haben sie verschiedene Lilas nachgespielt. Und das zum Erstaunen natürlich der Erwachsenen, so, deren Eltern und deren Verwandten und überhaupt des ganzen Dorfes, weil die Erwachsenen, das sind kleine Kinder. Wie können die denn diese Lilas kennen? Die haben die denen gar nicht erzählt. So, und da haben sie sich schon gewundert. Und da hat eigentlich Lord Nityananda schon seine ersten Spiele vollführt und hat er seine ekstatische Liebe gezeigt, weil er sich immer daran zurückerinnert hat, was habe ich denn in anderen Inkarnationen gemacht, und hat das mit seinen Freunden halt preisgegeben in Form dieser Theatervorführungen. Und es wird gesagt, dass dieser Baum in Eka Chakra, den kann man immer noch besuchen, der steht immer noch da, wo Lord Nityananda da gespielt hat. So. Und ich habe gestern nochmal geschaut im Internet, war auch sehr interessant, dass jetzt die Devotis natürlich aus Mayapur pilgern jetzt alle dahin, nach Eka Chakra, und feiern da. Es ist ein Riesenfestival. Da ging gestern los, heute und morgen. Und ja, und da hat Lord Nityananda seine Kindheitsspiele vollführt in Eka Chakra.
Und dann später wird beschrieben, dass er von seinem Vater an einen anderen Brahmana gegeben wurde, um eine Pilgerreise zu machen. Und Lord Nityananda pilgert durch ganz Indien, überall hin, um alle heiligen Plätze zu besuchen. Und was speziell ist, er sieht alle heiligen Orte, aber auf dem Weg trifft er den heiligsten Ort. Den heiligsten Ort nicht eines Ortes, sondern in Form einer Person. Er trifft Madhavendra Puri. Und dieses Zusammenkommen ist sehr, sehr speziell. Und bei diesem Zusammenkommen sieht man eigentlich, da zeigt Lord Nityananda das erste Mal seine wahre Natur. Ihr müsst euch vorstellen, Lord Nityananda, der als Avaduta, als totaler ekstatischer Devoti beschrieben wird, trifft einen anderen ekstatischen Devoti, der zu der Zeit beschrieben wird als der reinste Gottgeweihte, der auf Erden weilt, nämlich Madhavendra Puri. Und als die beiden sich sehen, fallen sie beide in Ekstase. Und jeder sagt zu dem anderen, oh, ich habe noch nie so einen reinen Devoti gesehen. Lord Nityananda sagt das zu Madhavendra Puri. Und Madhavendra Puri kann, weil er einen Darshan kriegt von Lord Nityananda, kann gar nichts mehr sagen, ist nur noch in Ekstase. So. Und Lord Nityananda umarmt ihn, hebt ihn auf, umarmt ihn und lobpreist ihn. Und Madhavendra Puri kann überhaupt nichts sagen, weil er ist total in Ekstase. Aber der Punkt ist, dass warum die beiden sich so gegenseitig lobpreisen, ist, weil sie beide auf dieser hohen, reinen Ebene waren. Auf dieser Ebene, wo wir eigentlich als Devotis auch hinwollen. Nämlich dieses reine Krishna-Bewusstsein. So. Madhavendra Puri hatte das, Lord Nityananda hatte das. So. Und die beiden haben sich getroffen. Und das ist alles, bevor er überhaupt Lord Chaitanya getroffen hat. So. Und dann nach dieser Begebenheit sind beide total in Ekstase. Und Ishvara Puri war auch da, hat sich das auch angeschaut. Hat auch gedacht, was ist das denn? Ich habe nie gesehen sowas. Und wie wir wissen, Ishvara Puri ist der älteste Schüler von Madhavendra Puri, ist dann später der spirituelle Meister geworden von Lord Chaitanya. So. Und ja, und so haben sich beide, weißt du, wenn die ekstatische Devotis zusammenkommen, entsteht die höchste Ekstase. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sehen wir auch manchmal in ISKCON, ne? Wenn hohe Gottgeweihte, hohe Sannyasis sich treffen, was da für ein sweeter Austausch ist. Und die müssen gar nicht groß was machen, du guckst einfach nur zu und bist selbst in Ekstase, weil du siehst, was da für ein liebevoller Austausch ist. Und stellt euch das mal vor. Nityananda trifft Madhavendra Puri. Beide fallen in Ekstase und die Devotis drumherum denken sich, was ist denn hier los? So, ja, das ist schon mal, da zeigt er seine wahre Natur. Wenn man sagt, Lord Nityananda ist ein Avaduta, er ist frei von jeden Regeln und Regulierungen, er kann machen, was er will. Und das zeigt sich dann später auch in seinem Lieder. Nach diesem Treffen geht er weiter. Und das Ende seiner Pilgerreise ist, er geht nach Vrindavan. Er geht nach Vrindavan und innerlich weiß er immer, okay, wenn Lord Chaitanya, mein Bruder, erscheint, oder ist er schon erschienen, aber wenn er seine wirklichen Lilas offenbart, dann muss ich zu ihm. Und dann kam genau die Zeit, dass Lord Chaitanya in Navadvip sein Sankirtan-Lila offenbart hat und Lord Nityananda ist zu ihm gekommen und die beiden haben sich getroffen. Und warum ist Lord Nityananda zu Lord Chaitanya gegangen? Um ihm zu helfen bei dieser Sankirtan-Mission. Und so kommen die beiden zusammen und dann wird beschrieben, wie sie sich im Hause Shivas Thakur treffen, Kirtan machen mit anderen ekstatischen Devotis. Und weil alle so ekstatische Devotis sind, wird natürlich diese Ekstase, dieses Leben nochmal viel, viel ekstatischer. Und so entscheiden sie sich dann auch dafür, dass diese Harinam Sankirtan, diese Bewegung, nicht nur im Kreise der Devotis stattfinden soll, sondern verbreitet werden soll. Und das war der Wille von Lord Chaitanya. Und Lord Chaitanya hat Lord Nityananda, wo die beiden sich getroffen haben, dann später, nach einer Zeit hat er Lord Nityananda und Haridas Thakur unterwiesen. Und hat diesen beiden einen speziellen Auftrag gegeben. Und das ist sehr, sehr nice. Weil das ist die Mut, die wir eigentlich haben sollten als Devotis hier in der westlichen Welt. So, weil das ist dieselbe Mut, die Prabhupada vertreten hat,
die Bhaktisiddhanta vertreten hat, eigentlich die ganzen Gaudiya Vaishnavas vertreten, weil das kommt von Lord Chaitanyas Unterweisung an Lord Nityananda und Haridas Thakur. Und ich habe das hier, ich habe das mal übersetzt hier vom Englischen. Genau, eines Tages rief Lord Chaitanya Nityananda und Haridas Thakur zu sich und er wies sie wie folgt an. Ich lese jetzt mal nicht den Bengali, haben wir gesprochen, Bengali. Ich lese gleich die Übersetzung. Höre Nityananda, höre Haridas, geh hinaus und predigt meinen Befehl überall. Geht in jedes Haus und betet auf diese Weise zu den Menschen. Singt die Namen von Krishna, verehrt Krishna, folge den Unterweisungen von Krishna. Angesehen davon solltest du nichts anderes sprechen, nur diese drei Sachen. Lass andere etwas anderes sagen. Am Ende des Tages kommt ihr zu mir zurück und gebt mir Bericht. Und dann sagt Lord Chaitanya was ganz Spezielles. Ich werde mein Chakra nehmen und die Köpfe derjenigen abschlagen, die nicht schänden wollen, nachdem du sie darum gebeten hast. Heavy, ne? Genau. Und das haben die gemacht. Die sind furchtlos von Tür zu Tür gesandt und haben die Leute diese Sachen gebeten. Chantet den Namen, lobpreist den Namen, verehrt den Herrn. So, nichts weiter. Und überleg mal, Lord Nityananda und Haridas Thakur, diese zwei Ekstase-Devotis, klingeln an deiner Tür oder klopfen an deiner Tür und sagen, Hallo, Chant Hare Krishna. Was passiert natürlich? Die Leute haben das gemacht. Sofort. Sofort. Und dann wird er beschrieben, sie haben sie dann eingeladen zu sich oder haben ihnen Essen angeboten oder wollten längeren Darshan von diesen Persönlichkeiten haben und Lord Nityananda und Haridas Thakur gesagt, nein, wir müssen zur nächsten Tür. Und so ging es weiter. Und so hat sich diese Sankirtan-Mission verbreitet durch diese zwei Devotis, die hier wird beschrieben, Haridas Thakur und Nityananda, die furchtlosen Sankirtan-Krieger, gingen von Tür zu Tür und forderten alle auf, Bala Krishna, Garu Krishna, Baja Krishna, Kiyan. Sing den Namen Krishnas, sing die Herrlichkeiten Krishnas und verehrt ihn. Genau. Krishna, und dann sagen sie weiter noch, Krishna ist dein Leben, Krishna ist dein Reichtum und Krishna ist dein Leben und deine Seele. O Bruder, sing den Namen dieses Krishnas mit voller Aufmerksamkeit. Genau. Und das haben die gemacht. Und das waren die Vorbereiter der Sankirtan-Mission, so wie wir sie heute kennen. Und dafür sind sie für uns ein großes Vorbild. Und wir können jeden Tag eigentlich zu Lord Nityananda beten, weil wir sind auch Teile dieser Sankirtan-Mission. Wir sollen uns in diesem Lila, was von Lord Chaitanya ausging, über Lord Nityananda. Und das hat ja nicht aufgehört, nachdem die beiden wieder gegangen sind. Die haben uns dieses Yagya hier gelassen, haben gesagt, ja, macht mal schön weiter. Macht ihr jetzt mal weiter. Das ist die Aufgabe der Gottgeweihten, diese Sachen zu predigen. Dass wir rausgehen und den Leuten den heiligen Namen geben und die Verehrung von Krishna und die Regeln und Regulierungen, wie man Krishna verehrt, sollen wir den Leuten bringen. Ja, und was ist dann passiert? Wir wissen das alle. Und da haben es alle schon mal gehört. Die haben es gemacht. Sind aber auch auf Leute getroffen damals, die gesagt haben, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Und zwei ganz besondere, Jagai und Madai, die zwei, haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir haben andere Sachen im Kopf, wir berauschen uns lieber, sind kriminell, haben Frauen, haben dies, haben das und machen eigentlich allen Nonsens, den man sich nur vorstellen kann. So, alle Sündhaftigkeit, die man haben kann, war reingesteckt in diese zwei Persönlichkeiten. Und die haben sich geweigert. Und Lord Nityananda hat natürlich weitergemacht. Und dann weiß ich nicht mehr, wer von den beiden, auf jeden Fall einer von den zwei Banditen oder Schurken, haben einen, was haben die genommen? Das war, glaube ich, ein Wasserpott oder so. Genau, so ein Tontopf. Und hat es Nityananda auf den Kopf geschlagen.
Und Nityananda wird beschrieben, Nityananda, der einen transzendentalen Körper hat, der eigentlich gar nicht verletzt werden kann. Gott Balaram, haben wir irgendwann mal gehört, dass Balaram irgendwie blutet oder irgendwie eine Wunde hat? Nein, Balaram hat gekämpft mit den größten Dämonen, es ist nie irgendwas passiert mit Balaram. Wurde geschleudert, die haben sonst was für Kämpfe geführt. Balaram hatte nie irgendeine Schwamme. Aber Nityananda hat es manifestiert, hatte einen kleinen Cut am Kopf und hat geblutet. Und was ist passiert? Obwohl Lord Chaitanya ganz weit weg war, aber er wusste, dass diese zwei in seinem Dienst predigen, Lord Chaitanya, der nicht verschieden ist von Lord Nityananda, die beiden sind eins, hat das sofort gemerkt. Und was passiert? Lord Chaitanya ist direkt an der Stelle erschienen, aus mystischer Art und Weise, hat sich einfach manifestiert. Und was hat er manifestiert? Nicht Lord Chaitanyas Barmherzigkeit der Sankirtan-Mission, sondern ey, du hast mein Devot, du hast mich selbst angegriffen. Also was ist passiert? Er ist erschienen und hat sein Chakra gezückt und wollte Jagai und Madai töten. Mit so einem Tontopf, mit so einem Wasserbehälter, also irgendein Topf, irgendwas aus Ton auf jeden Fall. Und ja, und was ist passiert? Lord Chaitanya war so zornig und dieses Chakra und wollte, was er mit dem Chakra macht, Kopf ab, wie wir ja gehört haben. Ja, das macht er. Kann er machen. Und das hat er in anderen Inkarnationen gemacht. So. Aber was passiert? Und jetzt kommt die Stelle, warum wir verstehen, Lord Nityananda ist noch barmherziger als Lord Chaitanya. Lord Nityananda bittet dann Lord Chaitanya, du darfst sie nicht töten. Tu das nicht. Nicht in diesem Zeitalter. Wir töten sie anders. Wir vernichten sie anders. Nämlich mit dem heiligen Namen. Sei barmherzig, Lord Chaitanya. Weih sie ein. Gib ihnen den heiligen Namen. Und Lord Chaitanya, als er das hört, von sich selbst in Form von Nityananda, packt sein Chakra wieder ein und gibt den beiden die Mercy. Und diese zwei, die sündhaften, die zwei Sünden in Person, zwei sündhaftesten Menschen, wurden dann Schüler von Lord Chaitanya und von Lord Nityananda und sie wurden gute Devotis. So. Und da sehen wir, dass Lord Nityananda noch barmherziger ist. Und er gesagt hat, nein, du darfst nicht diesen Zorn manifestieren, obwohl Lord Chaitanya diesen Zorn in sich hat. Und auch bei dieser Aussage gesagt hat, geht predigen und die es nicht annehmen, die werde ich alle mit dem Chakra töten. Da gibt es einen Kommentar von Bhaktisiddhanta, der sagt, dass Lord Chaitanya es so meint, er wird ihn mit dem Chakra der Zeit, wird er die Leute töten. Nicht direkt, was wir ja denken, weil er scheint und schwupps, wie er es immer gemacht hat. Nein, in diesem Zeitalter wird das Chakra der Zeit die Leute, die sich nicht der Harinam Sangitan Bewegung anschließen, wird er am Ende des Lebens einholen in Form des Todes. Und das meint Lord Chaitanya. So werde ich sie vernichten. Nicht direkt, später dann. Weil sie ihre Zeit verschwendet haben. So wie wir auch teilweise unsere Zeit verschwendet haben. Aber jetzt ist Schluss damit. Wir sind jetzt Devotis, wir sind jetzt in einem Dienst von Lord Nityananda tätig. Und Lord Nityananda beschäftigt uns im Dienst von Lord Chaitanya. Und wir haben gar keine Zeit mehr, keine Zeit zu haben, weil wir haben immer Zeit. Wir haben immer Zeit für den hingebungsvollen Dienst. So. Und das ist der Zugang durch Lord Nityananda, der den Guru repräsentiert. Das ist der Zugang in diesen spirituellen Bereich, in die spirituelle Ebene. Und dann wird beschrieben, dass wenn wir Zuflucht suchen bei Lord Nityananda, was passiert dann? Er beschäftigt uns in seinem hingebungsvollen Dienst zu Lord Chaitanya. Und Lord Chaitanya, wissen wir, ist nicht verschieden von Radha und Krishna. Aber jetzt kommt was ganz Intimes und Spezielles. Dass Lord Nityananda bereitet uns als der ewige Guru darauf vor, uns in den inneren Kreis zu übergeben, der wahren ewigen Diener. Und wer ist dafür zuständig? Nicht Nityananda, sondern Srimati Radharani. Und die beiden arbeiten eigentlich Hand in Hand. Lord Nityananda gibt nur die reinen, guten Devotis, gibt er dann weiter an an Radharani und Radharani beschäftigt uns in unserem ewigen Dienst. Und das wird beschrieben, auch von Sri Vrindavan Das Thakur. Und das ist sehr, sehr speziell, wie er es hier beschreibt. Wie habe ich das hier?
Genau. Genau. Sein Dienst an den trennbaren Chantellen, es ist die wahre Natur, genau. Die wahre Natur eines Gurus. Und dafür ist Lord Nityananda bekannt. Nityananda unterrichtet nicht direkt und vertraulich oder er gibt uns den direkten vertraulichen Dienst an Krishna. Shrimati Radharani ist der Guru des inneren Kreises der Diener Krishnas. Shrimati Radharani nimmt jedoch den Dienst nur der Seelen an, die sehr besonders sind. Sie werden von Nityananda bevorzugt und gelten dann von ihm als geeignet für den Dienst. Es besteht daher eine äußerst enge Beziehung zwischen der Funktion von Nityananda und der von Srimati Radhika, die erste zugleich ergänzt und einschließt. Also eigentlich dasselbe, was die machen. Aber was auch speziell ist in dem Lila, die gehen sich immer aus dem Weg. Balaram, Radharani, gehen sie aus dem Weg. Sie sind nie da. Aber die arbeiten zusammen. Und Lord Nityananda ist für uns der Zugang zu Lord Chaitanya. Und Lord Chaitanya ist, wir wissen ja, ist in der Gemütsstimmung von Srimati Radharani. Und sie ist eigentlich die Barmherzigste, weil sie will eigentlich alle Seelen zurückholen. Aber in diesem Zeitalter, das ist sehr schwierig, direkt zu Radharani, überhaupt direkt zu Radha Krishna, das zu erkennen, was sehr, sehr hoch ist. Selbst für die total schriftgelehrten Menschen ist es schwierig, Radha Krishna, das höchste Prinzip der vedischen Schriften, zu erkennen. Und weil Lord Chaitanya das wusste, hat er uns diesen einfachen Vorgang, das Chanten des heiligen Namens. Und durch das Chanten des heiligen Namens von Lord Gauranga oder von Lord Krishna besteht nämlich uns in seinem Dienst, seine Form wird sich offenbaren und dann geben wir Dienst zu dieser Form. Und das ist der Vorgang, diese drei Sachen, das ist der Vorgang. Und das hat Lord Nityananda gepredigt und er predigt das auch ewig durch uns, weil wir folgen. Weil die Order des Gurus sollte im Einklang sein mit der von Lord Nityananda. Wenn sie nicht in dem Einklang steht, ist nicht ein Guru. Und ist es kein repräsentativer Guru, sondern ein Fake-Guru oder etwas Neumodisches. Aber autorisierte Gurus in der Linie der Vaishnavas sollten genau das uns geben und sollten uns darin beschäftigen im Harinam Sankirtan-Yagya und in der Predigt. Weil das ist das, was Lord Nityananda von uns möchte, weil es Lord Chaitanya möchte. Und wenn wir das machen, sind wir abgesichert. Weil diesen Dienst zu Lord Nityananda und zu Lord Gauranga wird nie vergessen. Er ist ewig, er ist unser ewiger Dienst, weil wir Diener des Dieners des Dieners sind. Und wenn wir Zuflucht suchen bei dem höchsten dienenden Aspekt, nämlich Lord Nityananda, dann haben wir Zukunft zu dem inneren Kreis, nämlich zu der höchsten Dienerin oder zu der höchsten Energie des Dienstes. Aber wir können nicht direkt da, wir müssen über Lord Nityananda haben wir den Zugang dazu. Und das ist das Geheimnis. Das ist sowieso das Geheimnis. Das größte Geheimnis ist sowieso, dass Lord Chaitanya Radha Krishna ist. Und wir ihn hier verehren, aber wir sehen ihn nicht in dieser Form. Wenn wir uns darüber bewusst sind, wie wir ihn erkennen können, dann müssen wir Zuflucht bei Lord Nityananda suchen. Anders geht es nicht, ist unmöglich. Und deswegen sollten wir heute darüber meditieren und sollten uns wünschen von Lord Nityananda, dass wir ernsthaft werden, dass wir einen richtigen, authentischen Guru bekommen und dass er uns führen möge in dem Dienst von Lord Chaitanya, dass wir dann beschäftigt werden. Und wenn wir das machen, ist das Leben perfekt. Und dann ist der Sinn des Jivas hier oder des Lebewesens hier in der materiellen Welt, das ist die Perfektion. Und das ist das, was Lord Nityananda, wenn ich von allen Menschen möchte. Aber es gibt trotzdem Menschen, wie wir gehört haben, die sich weigern. Aber andersrum, dieser Vorgang ist so perfekt, dass jeder, der größte Atheist, der größte Spekulant oder der
größte Dummkopf hier in dieser materiellen Welt kann in diesem Vorgang beschäftigt werden. Und das sehen wir. Ne? Nicht jeder hat gleich den Zugang zum Chanten, obwohl das eigentlich das Einfachste ist. Ne? Andere haben Zugang zu was, was noch einfacher ist als das Chanting-Name, zum Posada. Oder einfach nur mit den Devotis Gemeinschaft haben. Ne? Diese Harinam Sangitan-Bewegung, dieses Integrieren von den Seelen da draußen in den Dienst, ist so vielfältig. Und wir denken immer nur, es ist nur Chanten, es ist nur Dienst, es ist nur Gemeinschaft. Aber es ist so ein riesen Bereich. Und dieser ganze Bereich, den haben wir von Lord Nityananda bekommen, weil er ist das alles. Und diejenigen, die das dann wirklich etabliert haben, waren Bhaktisiddhanta, der gesagt hat, okay, wir müssen das in die westliche Welt bringen. Und dann, der das nochmal mehr getoppt hat und es wirklich gemacht hat, was Lord Chaitanya vorausgesagt hat, dass sich das weltweit verbreiten wird. So. Weil Nityananda und Haridas Thakur, die haben das erstmal nur Teilen von Indien gepredigt. Lord Chaitanya auch, nur in Indien. Aber es kam nicht raus. Aber Lord Chaitanya hat gesagt, es wird sich verbreiten. Und die beiden hätten es machen können, wenn sie es wollt, hätten gewollt. Aber Lord Chaitanya schickt dann lieber nochmal ein paar reine Gottgeweihte und lässt das machen durch seine ewigen Diener. Und deswegen kam Srila Prabhupada in die Welt, um diesen Wunsch von Lord Chaitanya und den Wunsch von Lord Nityananda zu erfüllen. Und wie wir ja sehen, wenn ein reiner Gottgeweihter wie Srila Prabhupada erscheint, dann trägt das Früchte. Auf einmal wird die Voraussagung des höchsten Herrn Wahrheit. Und dann sitzen wir hier in Deutschland oder in allen Teilen der Welt und feiern Nityananda Tayodashi. Was vor 500 Jahren kein Mensch wusste überhaupt, wer Lord Chaitanya ist oder Lord, geschweige denn Lord Nityananda. Oder wir hatten noch nie was von Krishna gehört. Wir hatten noch nie gedacht, dass wir einen Tempel haben in so vielen Ländern. Aber das ist die Mercy von Lord Nityananda. Weil Lord Nityananda, die spirituelle Energie, erweitert sich. Erweitert sich hier in dieser materiellen Welt. Und das ist der Sinn eigentlich dieser materiellen Welt, dass wir diesen spirituellen Aspekt finden, dass wir Nityananda sehen, eigentlich überall, wie er überall gegenwärtig ist und wie er auch in unserem Herzen ist und wie er uns verbindet, Guru verbindet uns, gibt uns die Wahrheit und verbindet uns mit Krishna, weil er die erste Erweiterung ist von Krishna. Nicht verschieden von Krishna. Deswegen sollen wir zu ihm beten und sollen uns in seinem Dienst beschäftigen. Und wenn wir das nicht machen, sind wir selber schuld. Aber heute ist der Tag der Tage, wo es eigentlich so einfach ist. Und er ist jeden Tag hier, will uns jeden Tag segnen. Aber bitten wir ihn um die Segnung? Wollen wir in seinem Dienst beschäftigt werden? Meistens leider nicht. Aber warum nicht? Warum nicht? Warum nicht einfach mal Nityananda hingeben? Und er kann uns alles, er kann uns das Leben perfekt machen. Er gibt uns Prasad, er gibt uns den heiligen Namen, er gibt uns den Tempel, er gibt uns die Gottgeweihten, er gibt uns so viele Festivals, er gibt uns so viele, wie wir gehört haben, viele andere Inkarnationen, Eigenschaften des Herrn. Und wenn du dich zu einer eigenen, anderen Form angezogen fühlst, ja, dann verehr diese Form, lobpreise diesen Namen. So. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache, du beschäftigst dich in Dienst, in Bhakti. Ganz wichtig. Und Nityananda ist der Captain. Guru ist der Captain. Captain auf dem Schiff über diese materielle Welt. So. Und dieser materielle Ozean ist ein Ozean voller Fehler, kann man gar nicht überkommen. Aber für einen Devoti wird dieser riesen Ozean zu einem kleinen Fußabdruck eines Kalbes. Und du steppst einfach darüber. Und wenn wir Nityanandas Mercy haben, dann kriegen wir, wie war das, Dhruva, genau, am Ende des Lebens auch. Selbst der Herr des Todes wird sich für uns verbeugen, so wie er sich vor Dhruva Maharaj verbeugt hat, und wir steppen in die spirituelle Welt. Und das machen können wir auch schaffen. Aber es geht nur durch die Mercy von Lord Nityananda. So. Und das ist das, was Prabhupada auch immer gepredigt hat. Back to Godhead. Chant Hare Krishna and be happy. Wo hat er das her? Es kommt alles von Lord Nityananda. Weil Lord Nityananda das gepredigt hat.
Warum gehen wir auf die Straße singen? Weil Lord Nityananda das wollte. Warum gehen wir diese Schriften weiter? Klar, Lord Chaitanya wollte das, aber er hat dann auch wieder andere Devotis inspiriert, das zu machen. Aber Lord Nityananda war einer der Ersten. Da gab es zu der Zeit noch gar keine Bücher. Da haben nur die Devotis in kleinen Kreisen, hat Lord Chaitanya gesagt, kopier diese Verse, kopier das, schreib das auf, gib das weiter. Aber irgendwann hatten die so viel gesammelt und Lord Chaitanya hatte so viele Schriften auch wieder entdeckt und gefunden, dass er gesagt hat, jetzt müssen wir das verbreiten. Aber das ist eine andere Story, eine andere Geschichte. Aber Lord Nityananda war der Erste und Haridas Thakur. Und wir wissen, wer Lord Nityananda ist. Und wir verstehen, wer Haridas Thakur noch ist. Brahma, ein Kreation von Brahma, ja? Der auch den Heiligen, der Name Acharya. Ja? Es ist von Anfang klar, was ist Harinam Sankirtan? Das Chanten der heiligen Namen, aber nicht egoistisch alleine, sondern in Gemeinschaft, in Gruppen. Alles, was wir zusammen machen im Sankirtan, hat noch mehr Kraft. Kirtan hat mehr Kraft, Japa hat mehr Kraft, die Gemeinschaft hat mehr Kraft. Prasadam alleine essen ist auch gut, aber überleg mal, du isst in einer Gruppe zusammen, ist so ekstatisch. Und alle freuen sich, wow, ist nice. So. Tempelprogramm mit vielen Devotis ist nice. Kannst du auch alleine singen, aber es ist auf Dauer nicht so ekstatisch. Aber alles ekstatisch, wir müssen alles zusammen machen. Und dieses Zusammenmachen, dieses Bündeln der spirituellen Energie, dafür ist Lord Nityananda zuständig. Ob du es nimmst oder nicht, aber es ist frei verfügbar. Das ist auch nur der Schlüssel. Wir geben es frei weiter. Ob du willst oder nicht, du qualifiziert bist oder nicht, aber du kannst erst den wirklichen Nutzen draus ziehen, wenn du es so machst, wie sie dir sagen. Aber jeder kriegt die Mercy, jeder kriegt den heiligen Namen. Gut, dann danke ich euch. Dann, ja, lasst uns beten, dass dieses, wie sagt man, was Nityananda geöffnet hat. Und es bleibt offen, es macht nicht zu, es ist einfach offen, es strömt die ganze Zeit raus. Aber wir müssen ihm dabei helfen, das zu verteilen, das muss man auch verstehen. So, das findet auch alleine seinen Weg, irgendwie, so, das mögen wir nicht verstehen, aber er möchte, dass wir uns in seinem Dienst beschäftigen, ihm dabei helfen, diese Sachen zu verteilen. In Form der Bücher, in Form des heiligen Namens, in Form des Krishna-Bewusstseins. Und ja, das ist die einzige Zuflucht für die gefallenen Seelen, wie für uns. Und deswegen sollen wir uns damit beschäftigen. Lord Nityananda Ram Ki, Jai, Jai, Srila Prabhupada Ki, Jai.